Muss ich kurz gucken, wo wir hier waren. Wir hatten Aufträge, Drive of Brigands, was ich normalerweise nicht tun will, oder eine Hexenmission für ein okay Geld mit einem Totenköpfchen. Wir hatten jede Menge Leute verloren. Du bist Knight, aber leider kein Range. Du warst traumatisiert. Wir hatten zu viele Leute mit abgeschnittenen Ohren. Wir hatten Sono schon die ersten Leute, die und mit Sono und Ben die ersten Leute, die echt gut Fans sein sollten. Wir haben hier noch einen abgeschnittenen Finger. Ist nicht optimal. Albrecht ist einfach nur der Boy. Schon Backliner werden. Wie der Kultist. Fatigue, Auge ist okay. Kurt ist auch neu. Kurt ist nicht gegangen. Ach, Kurt haben wir schon wieder geholt, ne, danach. Und Albrecht, der ja, Albrecht ist ein Kultist. East darf cool, der war sogar dabei. Der ist erstmal dazugekommen. Und ich würde sagen, wir machen eine neue Regel. Erstmal, hallihallo, herzlich willkommen YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge Battle Brothers auf meinem Kanal. Das werde ich natürlich auch wieder bringen. Und ich würde sagen, wir machen eine neue Regel. Benannt wird nur, wer Kultist ist oder Level 3 erreicht hat. Weil davor ist passiert, glaube ich, eh nichts Spannendes und sie sterben relativ häufig weg, denke ich. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt keine Ersatzleute mehr. Wir sind gerade wieder auf einem 12er Roster. Ich brauche eigentlich Tools. Deswegen müsste ich, glaube ich, erstmal pausen. Gucken, ob ich hier Tools kaufen kann. Ich kann ja zumindest eine kleine Menge Tools kaufen. Ich glaube, dann speichern wir die Kampagne direkt nochmal und versuchen den Hexencontract. Er könnte aber schief gehen. Okay, sie turn your corner to find a permanent man surrounded by them. Aber wir finden mal wieder einen Adligen oder einen reichen Händler, dem wir helfen, während seine Bodyguards wechseln. Okay, einfach 25 Kronen. Da kommt die Hexe. Many Webknechts und eine Hexe. Webknechts sollten machbar sein. Wir haben wieder die zahlenmäßige Überlegenheit. Kann sich halt nur leider sehr, sehr schnell drehen. Push erstmal nicht dran. Ben geht mal hier hin und du rennst von meinen Leuten weg. Und das schon mal eklig. Das ist ja schon mal super eklig. Albrecht geht mal hier hin, würde ich sagen. Wir dann mit denen hier vorne reingehen können, dann Joschka. Ist auch dahin. Kurt kriegt den High Ground. Du bist noch dran zum Wegschubsen, ne? Ja gut, wenn wir einen High Ground haben, der dann mit ihm fightet. Also wenn wir ihn wegschubsen, sondern wenn wir ihn hier hinschubsen und dann man mit Sepp vielleicht rangehen, dann musst du, glaube ich, mal ein bisschen da oben mithelfen. Kann ich ihn wegschubsen? Das war nicht der gute Schubser. Das war nicht der smarte Schubser. Jetzt kann er natürlich. Ja, das macht den Hund. Ja. Das war alles nicht so smart. Was hier gelaufen ist, sage ich mal so. Das war alles nicht so smart. Okay, sie ignorieren bis jetzt. Aber er hat doch noch zwei Spinnen als Deckung. Hat dort noch zwei Spinnen als Deckung. Und wir als Spinnen in der Überzahl sind leider Shit für uns.
Ader, wollte ich helfen. Das hat nicht funktioniert, was unser Bannerträger ist. Das ist sehr geil. Du bist nur ein Peitschen-Dude. Du kannst mal helfen. So. Da ist die Sache ab. Haben wir dem mal geholfen. Jetzt nochmal einen Hund noch und versuchen zu hitten, würde ich sagen. Schade. Dono ist doch ein Battleforger, der kann glaube ich hier reinsteppen. Und da, nicer Hit und da helfen. So, die Hexe hat hier jemanden gecharmt, ist jetzt wieder. Die hat zwei Runden lang keinen Charm gemacht. Das ist. Achso, nee, der eine Charm ging schief, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Oh, das ist scheiße. Das hingegen ist shit. Du rennst. Albrecht ist dabei. Kannst eh nicht viel tun. Du kannst versuchen, ihn zu befreien. Perfekt. Gehst mal da hoch, dass wir einen Higher Ground haben. Du hast wieder versucht, meinen Wanderträger zu. Ach, du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir ja so auf den Sack, weißt du das? So, Befreiung. Mach dich noch rund. Da machen wir noch eine Sache ab. Dann laufen wir hier vorwärts, würde ich sagen. Oh shit. Hundi. Schade, er hat den Kopf getroffen. Okay, so geht's. Einspinnen ist nicht so problematisch für uns. Das ist ein bisschen doof. Oder. Nein! Ich habe Hunde bei einem Doom benutzt! Oh, Scheiße. Das ist ganz bitter. Das habe ich schon mal verkackt. Darf nicht noch mehr Hunde einsetzen. Okay, Doom ist nicht drin. Sehr gut, sie hat nicht gecharmt und nicht gedoomt. Das ist, was wir sehen wollen. Problem ist, dass sie jetzt wahrscheinlich gleich doomen wird. Und wir kommen in dieser Runde, glaube ich, nicht ganz ran. Den Baum weg kurz. Oh, da ist noch eine Spinne. Man hat schon zwei Hunde dran. Wenn sie jetzt doomt, sind wir wahrscheinlich tot. Deswegen gehe ich mal mit ein paar Leuten hier noch hoch. Vielleicht das hier erwischen. Yes, nice, guter Hit. Guter Hit, guter Hit, guter Hit. Keine Ausdauer mehr. Oh, das ist schlecht. Ah, aber die zwei Hunde sind natürlich vor ihr dran. Stimmt, diese Runde ist noch okay, nächste Runde wäre halt blöd. Aber die Hunde treffen auch nicht. Außer jetzt. Ja, du kannst da stehen bleiben. Scheiße, ein 67er verkackt. Das ist ja shit. So, haben wir die Spinne down. Und das. Befreien uns. Ja, jetzt ist das Doom-Problematik. Jetzt ist eine Doom-Problematik und jemanden gecharmt. Die Hunde fressen hoffentlich jemand anderen, ey.
Warte mal, ich kann die Hunde rausrotieren. Das ist schon mal ein Hund weniger. Das ist schon mal viel, viel besser. Deswegen rotieren, rotieren, rotieren. Super geil. Ich glaube, ich habe noch jemanden, der rotieren kann. Nicht dran stehen, glaube ich. Ja, ich kann nicht mehr rotieren. Nicht genug Ausdauer für. Das ist schlecht. Aua. Es ist, okay, es ist nur einer, das hat überlebt. Das funktioniert. Er kommt, glaube ich, noch hier unten ran. Oh. Uff. Ja, zum Glück nicht getroffen. Ja, du darfst jetzt nicht. Du musst warten, bis jemand anders dran ist. Bis sie ihren Doom aufgelöst hat, was sie dran war. Sie macht eine neue. Ach, doch, wieder auf den gleichen, ey. Warum denn? Warum darf sie jetzt doomen und hexen gleichzeitig? Das ist doch scheiße. Das ist doch shit. Kann ich das so rotieren? Nee, ob ich da noch eine Rotation reinkrieg. Über keine Ausdauer mehr für Rotation. Ja, wenn ich jetzt da drauf hole, ist halt mein Bannerträger tot. Will ich nicht. Okay, mein Bannerträger ist nicht gestorben. Uff. War der Mensch niedrig genug. Wein gehabt. Holy moly. Dann war das ein guter Fight. Dann war das ein guter Fight. Wir sortieren wieder um. Wir haben hier ein Level Up. Hat ordentlich gefressen. Moment. Einfach einen Perk vergessen? Einfach einen fucking Perk vergessen? Ah, nee, das ist der falsche. Das ist der. Lesen kann ich anscheinend auch nicht. Plus 3 hätte ich gerne. Plus 4 finde ich ganz geil. Vielleicht noch plus 4. Oder wir haben hier plus 1. Die Defense ist halt schon viel für mich wichtig. Ja. Ich glaube, ich nehme den plus 1 Melee Defense. Oh, Kolossos brauchst du nicht unbedingt, deswegen kriegst du direkt Student. Und Marzo Modo, mein Kultist. Krieg plus 2. Krieg plus 4. Weil Battleforged werden soll, wenn ich mich richtig erinnere. Krieg plus 1, würde ich sagen. Ja, Cleaver finde ich eigentlich ganz geil. Du bleibst mal bei Cleaver Mastery. Let's go. So, jetzt müsste ich doch bei euch. Yes. Habt ihr Geld zurück? Aber ich habe dafür geile Scheiße. 8 Tagen, 7 Tagen, 11 Tagen. Ich hab dafür geile Scheiße. So, Weapon Smith. Grim Eye Poker. Gibt's eine sehr, sehr gute Waffe? 55 bis 75. Ich glaube, so einen habe ich noch nicht, oder? Das ist sogar mehr, lol. Die Long Axe macht mehr Damage. 30, 110. Jo. Die Long Axe ist stärker als das. Aber es gibt halt keinen Upgrade Path. Ich weiß nicht, ob es wirklich Verbesserungen gibt. Wir haben 17er Verkaufswert. Nee, das ist eigentlich auch nicht so geil. Ich würde eigentlich mal auf den. Können wir noch eine Peitsche kaufen? Ich glaube, ich gerne tun würde. Eine zweite Peitsche wäre schon auch geil. Hier vielleicht Albrecht mit einer zweiten Peitsche statt einer Axt. Für mehr CC sozusagen. Das muss ich mir noch überlegen. Bei Peitschen haben wir ja 3er Reichweite, das ist schon richtig gut. Vielleicht wechselt der einfach, je nachdem, was für Gegner wir haben. Und hat denn der keine bessere Rüstung bis jetzt gekriegt? Cool. Keine 65er Rüstung, warum denn das nicht? Mein Xelie. So, sonst ist hier natürlich jetzt... Oh, ein Dieb!
Dieb, Fritz der Dieb. Ja, Defense, ne? Wäre halt wieder ein Tank. Mit 12 Starten und noch einen Stern in Melee Defense haben, ist schon sehr, sehr gut. Also der kommt dann im Average, kommst du ja dann auf 2 bis 3, 25, kommt auf 7, auf fast 40. Melee Defense ohne irgendeinen Bonus. Die Ausdauer ist nur, also die ist für den Dieb gut und die HP auch. Die Ini ist halt scheiße, also wird es kein Nimble, sondern, aber es geht eigentlich nur ein Nimble. Weil du hast nicht genug Fatigue sonst. Ich glaube, ich brauche aber nicht noch einen Tank. Auch wenn der ein guter Defender ist. Gefühl, ich brauche aktuell ein bisschen Leute, die ein bisschen mehr Damage machen. So, wo wollten wir denn jetzt hin? Jetzt waren wir in Weißenschacht. Hier ist der Heilige Krieg am Rödeln. Immer noch Sonnenwehr vielleicht? Könnten wir da was? Ja, 11 Brigands geht weg. Können wir den Scheiß alleine machen, ja? Nur weil meine Leute angeschlagen sind, will ich nicht mit euch kämpfen. Geht weg. Hilfe, Sonnenwehr! Genau, Hunde. Stimmt, Hunde hatten wir jetzt. Haben wir einen verloren? Wir müssen einen Hund. Achso, weil wir dem mal Shit verkauft haben, dann ist, bleibt das hier. Das ist ja. Ungeil. Und glaube ich einen Hund verloren. So. 3. 4 Hunde haben wir noch. 2 links. 1 rechts, 1 mittig. Wäre ja smart, dann vielleicht noch einen rechts hinzusetzen, oder? Hier, kriegt der Njushka noch einen Hund. Njushka hat Greyfang bekommen. Wie sind hier eigentlich die Verkaufspreise? 16. Nee, dann irgendwie nicht. Hier gibt's nicht mal einen Auftrag. Der Waffenstau. Oh, das hätte ich so gern. Komm, das gehen wir jetzt aus. Das ist nämlich ein richtig gutes Upgrade. Wir hatten doch hier einen, genau, Ben. Ist doch am Flailen, jetzt ist er am Triple Flailen. Jetzt ist er am Triple Flailen, das ist richtig fett. Der ist so ein krasses Upgrade im Vergleich zu dem vorigen. So, brauchen wir immer noch Aufträge. Vielleicht in Treutenfechte? Ein 3-Sterne-Auftrag, das sehe ich, glaube ich, uns nicht. We've unspoken rules that these sacred crowns, they are sacred. An old man clears upon nonsense. These idiots don't need to know your sellsword. Look, the thousands jammed a stick far up my ass on this one. Truly, I'm making a move on the ancient city. I need to better pay well. Über 3000. Move to the Angel City and defend against Southern Heavens. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Wir haben jetzt gerade das Geld für die Upgrades ausgegeben. Wenn du nicht unfassbar gut bist, was du nicht bist, womit da, glaube ich, niemanden mehr anheuern gerade. Wie sieht es im Brunnendorf aus, Leute? Wie sieht es bei euch aus? Ich brauche mal wieder was. Oh, wir können gleich weiterreisen, glaube ich. Direkt. Kronkog. Kronkog ist unser Allied. Wesen, zumindest mal. Kronkog ist immer noch volles Ballett. Und Krummhorn da unten auch. Müssen wir aber durch. Was sind das die Trockenweiden? Die Trocken. Trockenwiesen, oder? Würde ich es vielleicht auf Deutsch übersetzen. So, Servus. Ihr habt hier eine Überlieferung. We need to pay more for this. 670. Suderbusch. Das ist ein Tag nach Norden. Alternativ. Wasn't reading about you. Guess military matters. The man shakes his head.
Agrarianism. You see, I'm currently in a war, but wars are not just fought with men, but with supply chains. Legacy food. Okay. The home front. The Sultan must understand this count as well as we do, and they have sent raiders and infiltrators to destroy the home front. To distract me, to distract my soldiers, I need you to root out these bastards and protect our homes, our shops, our farms for proper completion. I will offer you 1,400. Das ist eigentlich relativ günstig. Wir sollen halt die Sachen, die Produktionsgebäude schützen. 85 vorher und 1,200 hört sich eigentlich gut an. Aber ne, wir hatten mit Südländern unsere Schwierigkeiten, deswegen kurz speichern. Ja, ich will bei Run eigentlich nicht rippen, ich finde eigentlich ziemlich gut. Aber dann würde ich den einfach mal machen. Around Brunndorf. Don't let them bury any locations. Ab nach Brunndorf. 1100, das ist eigentlich, wie gesagt, das ist ziemlich günstig. Oh, die sollen wir machen. Some conscript, many indebted. Hört sich echt gut an. Like all world's men, it's a post-conversion that realize it is because they are slavers. A mishmash of masters and slaves move on this various workers, a flailing formation. Sind irgendwie alles durcheinander, weil sie halt Söldner sind im weitesten. Aber keine Rangies, ihr habt halt nur übel schlecht ausgestattete Leute mittendrin. Können wir dir schon mal einen geben. Die Doppeläxte sind gut gegen die Schilde von denen. Wenn wir dann auch entsprechend in der Mitte benutzen wollen. Nein, geh doch auf... Bist doch ein Volldepp. Auf Fulldepp bist du. Du Hunde. Oh Mann. Dieser Hunde, ey, der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Du bist toastig. Du bist, glaube ich, noch nicht so. Du bist Level 1. Ich würde sagen, du wartest noch mal kurz. Aber wir müssen mit dir moven, dahin. Ihr wartet alle, bis wir entdingenst haben. Ich will jetzt nicht noch mehr Hunde holen. Wird schon reichen, was die da an Hunden haben. Als Gegenspieler. Bis raus. So, mach mal dieses Schild weg und ey, eigentlich wollen wir nicht zwei Leute das Schild wegmachen. Machen wir die eine über. Indebted. Ist doch nur Indebted, ne? Aber ihr seid ja trotzdem eine Menge, ne? Vielleicht nicht ganz so. Dann verteidigst du dich mal lieber, Sepp. Ja, der trifft leider nicht. Natürlich ransteppen. Jetzt mal da schön die Waffe wegnehmen, weil er zweihändig ist jetzt. Das ist halt schwierig, ne? Er könnte wehtun. Ich darf immer noch das mal nehmen und angreifen, die Sau. Wir haben echt viele AP, die Jungs. Aua. Aua! Okay, das ist gefährlicher, als ich gehofft hatte. Au, mein Hund ins Gesicht geschossen. Ich würde eigentlich gerne zu dem hier unten hingehen, weil ich den dann kaputt hauen will. Ja genau, der will schon fliehen. Sehr gut, der ist nicht getroffen. Das ist sehr, sehr geil. 49, 39. Uff.
Wo war das nochmal? Weil wir haben ja den noch ein bisschen Movement offen. Sehr schön, haben wir den schon fast raus. Der rennt schon, dann gehen wir auf den hier, dass der keinen Bock mehr hat. Wenn schön die Leute drumrum angehen. Jetzt mal dir das noch hin. Bieten uns jetzt ein bisschen an. Der hat schon weniger Lust. Lass meine Shield War. Und nimmst den raus. Sehr geil. Das hat ja nicht wirklich gelaufen, ne? Der blockiert halt ein bisschen hier unten, ne? 27, 37. Mach mal ein bisschen Overwhelm-Stacks drauf. Overwhelm-Stacks, let's go. Wer ist da hinten mit dabei? So, jetzt nehmen wir dir das weg und machen noch einen Schritt nach oben. Gehen hier auf dich, damit du läufst, mit dir weniger Leute werden die aktiv kämpfen. Weniger Leute heißt weniger Gefahr. Kopf ab, der hat auch keine Lust mehr. 63er verfehlt, schade. Erst laufen, dann pieksen. Sehr schön, dann laufen wir wieder zurück. 20. Ja, 20 ist, glaube ich, wurscht. So. Ich könnte ihn jetzt versuchen wegzuschieben, aber dann schiebe ich den bloß hier hoch, wenn dann, weil woanders ist ja kein Platz. Ich glaube, darf ich. Ich glaube, ich kann ihn nicht seitlich wegschieben. Schade, keine Hits. Da ist ein Hit dabei. Und du verteidigst dich. Du hast keine Lust mehr. Ja, zerkau den kleinen Sklaven. Ja, zwei Overwhelm-Stacks. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Und da sehen wir die Triple Flail at work. So nice, die Skanze. Oh, Hund bewegt sich auch dahin. Machen wir den mal weg. Ich nicht weiter moven. Geben wir dir mal noch einen Hit. Machen wir dir das mal weg. Aua. Der Schweinebraten. Gerade kein Hit. Endlich. Er hat zum Glück Overwhelm drauf, ne? Der obere rennt schon, deswegen habe ich das gerade ignoriert. Dass der da ist, wo er ist. Ja, ich dachte, ich kann ihn killen. Er wird nicht getroffen, lol. Ja, und die Hunde haben sich leider auf den eingeschossen, was echt nicht so smart ist. Das da ist besser. Yo, oder der. Au. So, du bist der Gefährliche von euch hier hinten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da darf ich nicht hingehen und noch laufen. Deswegen machen wir einfach mal die Attack hier, würde ich sagen. Wir warten damit, bis die Leute ran sind. Und stehen. Schade, ich dachte, ich krieg den Tod. Ja, ey.
Speere sind sowas Gemeines. Mach mal den mal raus. Jetzt rennen die hier alle schon. Sehr gut. Da haben wir einen 72er zum Hitten. Sehr gut. Jetzt fressen die Hunde die ganzen Reste auf, glaube ich. Langsam ist auch, glaube ich, sein Schild einfach durch die Menge der Angriffe. Einfach durch die Menge der Angriffe. Ja. Komm halt hier nirgendwo mehr ran, ne? Ja, versuche ihm das Schwert aus der Hand zu schlagen. Hat nicht funktioniert. Du rennst, deswegen auf dich. Können die Overwhelm-Keule rausholen. Kannst nicht. Ah, du stehst schlecht. Jetzt will ich das Schild noch klauen können. Aber ihr rennt es alle. Jetzt habt ihr es erledigt. Sehr schön. Guter Fight. Guter Fight. Ein bisschen HP haben wir schon eingebüßt, aber insgesamt doch ziemlich okay. Laufen. Wie gesagt, die Schilde von den Südländern will ich sowieso nicht haben. Ich nehme jetzt sogar teil am Krieg. Plus 3 ist super gut. Wenn ich denn hier noch? Plus 3, plus 5. Sept der Martyrer. Plus 4 werden wir hier auf jeden Fall brauchen und plus 3, denke ich. So, Student. Du hast natürlich eine gebrochene Nase, das ist natürlich schlecht. Plus 2. 3. Plus 5. Kurt hat es da ein bisschen schlecht erwischt, sage ich mal. Und Toastik. 3. So. Du hast schon relativ viel Fatigue, ne? Wenn wir die noch höher nehmen, plus 4 ist auch ziemlich geil. Du hast halt 0 Resolve. Eine Katastrophe. Eine übelste Katastrophe. Das halt mit Low Roll Resolve. Okay, also wir haben leider ein bisschen viel auf die Nase gekriegt insgesamt. Und dadurch sind auch unsere Rüstungen ganz schön in Mitleidenschaft geraten. Vor allen Dingen bei dir hier mit 19 auf einer 105er. Können wir zumindest mal tauschen und irgendwie mit A reparieren lassen. Du hast auch eine 105er und Blatt gekriegt. Können wir dann immer schön durchrotieren. Ansonsten glaube ich die Kopfrüstung sogar noch okay. Leider haben wir bei den Body Armors noch nicht so, dass wir wirklich durchwechseln können so gut. Ich denke bis zum nächsten Fight ist da so oder so was besser ist. So, wir müssen auch Essen holen. So viel Essen haben wir nicht mehr für 3 Tage. Ja, was anderes. Achso, wir können aber hier gibt es natürlich, das ist natürlich optimal. So, jetzt ist Kurt auf. Was steht jetzt? Will hier bei Tomorrow, sehr gut. Haben wir vielleicht gute Chancen. Wäre noch ein Kultist. Mit Swift Range Defense. Survivor. Er hat einen ganz guten Melee. Attack Roll, er hat Ini 2 Sterne und Fatigue 2 Sterne. Weirde Sache, weirde Combo. Und er hat die gute Robe. Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube, wenn dann eher den Poacher. Aber wir entcampen. Oh, hier geht's ja rund. Ich hoffe, dass sie... was Falsche? Wenn hier kommen. Also, dass ich sie sehe, wenn sie hier von unten kommen, von Süden, weil sie von... Ach, nicht von Süden kommen sollten. Wir können mal ein bisschen rumlaufen. Nicht, dass sie hier oben irgendwie orchert. Nope. Haben sie nicht gemacht. Ja. Wie geht's, meinen Jungs? Sie sind alle, bis auf die gebrochene Nase, glaube ich, wieder ziemlich gut geheilt. Ja, sind fast full life. Okay, das sieht gut aus.
Das sieht gut aus. Wir könnten sogar noch dem hier theoretisch einen Wurfnetz mitgeben. Ja, NSA. Oh, das ist deutlich bitterer, der Fight. Der ist deutlich bitterer, aber ich muss. Darf die nicht burnen lassen. Vielleicht hätte ich mich mit den anderen verbünden sollen. Mit denen, die da runtergelaufen sind gerade. Wir haben einen Assassin und das sind alles Nahkämpfer. Ich laufe wieder falsch. Wir machen das nochmal neu. Moment. Es ist nicht, um irgendwie einen Reroll zu kriegen. Es ist nur dumme Taktik. Zieh die Leute nach links unten. Oh gut, das ist natürlich ein extrem geiler Reroll. Ich habe die Leute nach links unten gezogen für den High Ground. Und dann kommen sie doch so weit ran, dass ich fighten will. Also... irgendwie nicht so smart. Anjushka, du bist noch nicht nimble, ne? Aber du hast trotzdem 45 Defense. Sehr, sehr stark ist. Könnte er gerade noch hier nicht raus da hinten? Der Assassin wird halt eine absolute Katastrophe, ne? Wobei, die haben bis jetzt nur Dodge. Nee, Nimble, Dodge, Quick Hands, Adrenalin, Footwork, also. Wird spannend. Hier ist noch was dazwischen, ne? Das heißt, ich kann hier hingehen und verteidigen. Gerade. Du gehst mal auf die, mein Hundchen. Gerade. Du bist Sepp. Du hast 27er Def. Dich wollen wir eigentlich dann nicht da drin so haben, unbedingt. Abbruch hat hingegen 35er Def, wird aber noch deutlich besser. Muss dann hier mit taggen, tatsächlich gerade mal. Muss nicht mehr dran moven. Gerade. Ich glaube, ich habe mit meinem Nimble und so 52, ich kann da voll mit rein. Nicer Hit. Nicer Hit, Ben. 89, let's go. Yes, nice. Dahin. Und hau ihm eine über. Gerade. Ein bisschen Angst um den Assassin. Das war ein dicker Hit. Da kommt ein nicht so gut ausgestatteter rein und der auch noch. Die Overwhelms und ich treff's aber halt trotzdem nicht. Es ist schlecht. Der schiebt mich weg. Er hat schon realisiert, dass es nur zum Beschäftigen war, der Dude. Würde ich mal behaupten. Moment, die haben wir es weggezogen, ne? Das war zwischendurch nur einer, der gehittet wurde. Und der blutet aus. Das war auch nur. Das war gar kein Hit. Im ersten. Haben wir den mal platt. Du bist der Gefährliche. Leider Gottes nicht ganz so gut getroffen, wie ich das gern gewollt hätte. Nee, ich kann da bleiben. Jetzt aber. Machen wir einen Step raus, damit der andere sich gut bewegen kann. Der andere Würdenträger. Der ist aber noch dran, oder? Der kommt das nicht. Abwarten. Dann können wir nämlich dir hier das klauen, um uns dann hier durchzusetzen.
Wenn ich das mache, kann ich mir ranlaufen. Will aber hier ranlaufen. Hallo. Ja, jetzt ist der Assassin dabei. Jetzt wird's eklig. Und blendet erstmal alle möglichen. Und der hat auch noch so ein Feuerding. Wir müssen ein bisschen auseinandergehen eigentlich. Wäre nicht ganz so einfach. Mal meine Backline ein bisschen wegziehen. Ja, genau das. Ach, scheiße. Wir müssen mit unseren Leuten eigentlich da dringend raus. Aber ich glaube, ich krieg... Ach, gestunt im Feuer, ey. Boah, das habe ich komplett vergessen, dass der Assassin so ein Feuer werfen kann. Das ist natürlich sehr, sehr eklig. Sehr, sehr eklig. Au. 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 In dem Feuer ist gerade übelstes. Puh. Den treffe ich halt nicht, ne? Also das Stun mit Damage over Time jetzt ist natürlich absolut tödlich. Nope. Jetzt verliere ich aber hier drei Leute. Ich muss das nochmal neu machen. Ich habe das komplett vergessen. Wenn wir jetzt einen Shit kriegen. Shit. Battlefield ist das. Also wir müssen extrem auseinandergezogen gegen die Leute spielen. Gegen Assassins. Mit Ben können wir schon rein. Der hat doch hier Nimble, Dodge, alles Mögliche. Der kann schon rein. Frage ist... Ja doch, du kriegst Hilfe. Die anderen... Kommst du hier hoch? Du übernimmst mal den High Ground. Oh, das ist schlecht. Jetzt sind sie nämlich rangekommen und die wollen halt, dass wir zusammenspielen, weil wir keine Feuerwerf-Bums-Scheiße haben. Ich würde eigentlich gerne anders spielen, nicht gegen diese Reihe da, sondern sie irgendwie von der Seite angehen. Meinetwegen euch hier noch. Du war das mal. Geld, wir ziehen jetzt komplett breit. Versuche ich zumindest. Weil ich hab. Ne, ich hab keinen. Mit den Hunden habe ich einen Zahlenvorteil. Ohne Hunde nicht. Schade. Ich glaube, ich laufe mit dir jetzt hier hin, aber dann kann ich nicht mehr attacken. Bei AP. Dann kann ich noch attacken. Typische, was sie tun. Und ihr geht jetzt auf den da oben komplett. Das sind halt wieder so geklumpt. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wir müssen eigentlich die Seiten platt machen mit Hunden am besten. Die Flanken von denen. Die können sich gefühlt ein bisschen zu frei bewegen für meinen Geschmack. Warum denn dahin, Hund?
Ach du Scheiße. Pff. 74er nicht gehittet. Alter. Ja, das ist jetzt ein Problem, ne? Ja, wir müssen halt einfach ein bisschen beschäftigen, dass der Assassin nicht rein kann. So ein bisschen die Idee dahinter jetzt gerade. 35, 40. Too close arm with the shield. Kannst du abwarten und kann der weggeschoben werden? Ich kann mich hier hinstellen und den rausrotieren. So. Warum? Okay. Ich frag nicht mehr. 82. Ihr seid eigentlich nicht die Gefahr, ihr seid eine Gefahr hier. 82er Hit. Verteidigen und zuhauen. Du hast halt nicht so gut im Verteidigen. Nur mal ehrlich. Er will zuerst dran sein. Er hat aktuell wenig zum Hidden. Ah, du kannst nicht laufen. 50 Armed with the Shield. Bin nicht vor ihm dran. Wegen nur zuhauen. Aber er hat wenig Bock. Okay, er hat sich nicht... Doch, er hat die erste Sache geworfen. Seine Flash Grenade, die man zuerst hat. Wenn er nicht aufgekaut. Aua, diese Speere, ey, die treffen viel zu häufig. Für meinen Geschmack. Okay, der Hund hat ihn beschäftigt. Er hält beschäftigt. Aber schon die da. ...74, 82... ...82, weg mit dir. Aber noch ein bisschen mehr Number-Unterstützung hier, glaube ich. Den werden wir halt ewig nicht kriegen, ne? Ohne krassen Surround. Kriegen wir den halt ewig nicht. 74, 76, 79. Ich versuche den mal rauszunehmen hier. Schade. ...53, 61. Dann so. Ja, okay, du kannst nichts tun. Hier oben ist unsere Zahlen... ist eine Zahlenproblematik. Warum da meine dicken Dudes hier unten beschäftigt sind. Mal noch hier noch eine Zahl rein, weil der hat ja hier genug Kontakt, der müsste eigentlich nicht auf den Hund gehen und es sind einfach mehr Versuche, ihn zu hitten. Okay, der ist ausgeblutet. Der hat keine Ausdauer mehr. Oh, shit. Das war unsmart. Ich übersehen bei der ganzen Anzeigen, was da abgeht. Komm schon, das trifft ihn. Ja, Wuffi. Das ist halt das Nimble. Ah, der hat das Feuerzeug rausgeholt. Oh, what? Halt, struck down Kurt. Den kann ich halt nie overwhelmen, weil der immer vor mir dran ist, so schnell wie er ist. Den kriege ich halt nie overwhelmed.
62, 56. Kann ich ihm das Schild mal wegnehmen, wenn wir hier so drumrum stehen? Wäre vielleicht smart, wa? Was ein Arsch. 89. Sehr gut. Tut ihr nicht tot? Oh, immer noch nicht. Nächste Runde ist er dead. Oh, schwierige Aufgabe. Dass der Hund nicht tot ist, ey. Oh, dann kann der Hund den Tod beißen. Das ist gut. Oder so. Kann ich laufen? Dann verteidige ich mich, glaube ich, lieber gegen den. Aua! Aua! Don't stun my boys! Das ist ja leider nur noch Ausdauer für einen Attack. Die Schilde nerven. Halten wir uns mal kurz fest. Sehr gut. Schade. Nice try, Luffy. 16 gegen 7 und der Assassin wird trotzdem unser halbes Team noch wipen wahrscheinlich. Oder zumindest jede Menge Hunde töten. Weil nicht mehr auf die Hunde geht, ey. Das ist... Ja. Oh doch, der hat zwei Hunde erwischt und meinen, den ich jetzt nehmen kann. Okay. Das ist ja halbwegs okay sogar. Oh oh. Nicht die smarteste Idee von mir. Sind wir ehrlich. Ich müsste jetzt hierhin moven, um ihn zu attacken. Oder ich gehe halt hierhin und attack ihn. Ja, deswegen. Nicht die smarteste Idee. Du verteidigst dich. Du stichst den ab. Wuffy ist an dem dran. Dann gehst du mal mit an den hier ran. Au. Au. Da ist Wuffy down, aber der ist eh im Feuer. Also wir haben den Feuer rausgebildet mit den Hunden relativ gut. Wir müssen halt nur ihn irgendwie... Das kann sein, dass er jetzt seinen Yushka absticht. Das kann passieren. Vielleicht wäre das Durchatmen doch ein guter Skill für mich. Verteile es einfach nur. Ach komm schon. Ach kommt schon. Sehr schön. Hund, lauf doch nicht durchs Feuer. Ach Gott, Hund. Stellt sich ins Feuer, der Hund, ne? Oh Mann, was ein suizidaler Hund. Ja, der hat sogar ein Overwhelm selber drauf. 46er nicht hitten. Nee, nee. Ich würde gern hier hin. So würde ich gern laufen, danke. Du bist too close. Oder nimmst du nicht? 77. Trifft halt wieder nicht. 83 gerollt. Der dann. Du bist dann als nächstes dran? Nee, bist du nicht. Ich will lieber mit dir dahin gehen. Ich glaube, ich gehe mir lieber da oben mithelfen mit dem. Da hat er den gestunt, der schon dran war, die Runde. Ist einfach nur verteidigen im Zweifel. Ihr schneidet die Leute auf, das ist eure Aufgabe. Ja, du wartest. Wenn du nichts machen kannst, wartest du. So, noch einen mit aufgeschnitten ein bisschen. Komm schon. Wuffy. Ah, Wuffy. Also es wird sehr knapp, dass da hier keiner down geht. Oh, das Feuer ist aus. Das hilft dem Hund. Und dem Hund auch. Als ob er es gewusst hätte, ne? Fucking insane. Bisschen gehittet. Geh mal dahin für nächste Runde. Ein 36er, schade.
bist noch eher dran. Ich glaube, ich auf dich. Ach, fuck. Geh doch. Ja, jetzt habe ich halt nichts mehr, ne? Und bin halt. Dann wartest du einfach ab, würde ich sagen. Jetzt sterb doch endlich. Finally. Ah, du bist nochmal dran, das ist schlecht. So, verteidigst dich wieder, weil du gehst ja eh auf mich. Dritter Hund, der stirbt? Nee, noch nicht. Ich glaube, hier sollte ich jetzt nicht mehr mitmachen. Wir gehen mal. Gehen wir hier mithelfen. Du wartest einfach ab. Nice, 100 getroffen. Die Hunde, wenn die Overwhelm hätten, wäre halt insane, weil die sind sogar vor dem Assassin dran. Aber leider gibt es, glaube ich, keine Hunde mit Overwhelm. Ich würde die gerne trainieren darüber. Aua. 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 So, jetzt gehen wir hier mal den Schritt rein und hoffen, dass wir überleben. Weil wir hier Overwhelm geben. Ich mach halt 0 Damage mit ihm, ne? Du triffst deine 37er nicht, leider. Verteidigen, du machst das da unten ganz gut. Wir brauchen, glaube ich, hier unten mal ein bisschen Unterstützung. Er hat versucht, da einen zu töten. Ja, da ist der Hund down. Da ist leider der Hund down. Jetzt haben wir so umzingelt. Du willst jetzt abhauen, ja? Ich das richtig? Bin ich doof. Und bei dem dauert es halt, wie gesagt, ewig, das zu töten. Weiß nicht, wie viel der uns noch killt. Kannte. Ja, jetzt fängt er zu treffen. Noch so ein Hit und es wird knapp. Oh, nice. Das war gut. Wenn wir jetzt einen Kopf treffen würden, ne? Der ist super geil. Können hier mit Höhenvorteil reingehen. Wir werden hier aber schon mal laufen müssen, denke ich. Der stirbt halt nicht da oben, ne? Der ist nicht down. Nimmt er jetzt noch eine mit? Ne, nimmt er nicht, zum Glück. Jetzt, ey, huf. Jetzt geht's auf den Assassin und den letzten Verbliebenen da unten. Was ein Schlachtfest, Alter. Oh no. Oh, er hat aber nur rausgesteppt. Das ist actually gut. Dann hat er keinen von den gefährlichen Angriffen gemacht. Tatsächlich. 58, 60. Das ist das Gefährlichere. Ach, fuck you. Ach, war noch ein bisschen Kopf, war noch dabei, oder was? Ach, scheiße. Ich dachte, das wäre durch mit dem Kopf. Oh, oh. Scheint ein bisschen Ausdauer zu verlieren, der junge Mann hier. Da müssen wir hier halt nehmen gegen ihn. Oh oh, noch so ein Hit? Bitte nicht. Oh, jetzt hat er keinen Bock mehr, das kann ich verstehen. Ich müsste ihn rausrotieren, sonst stirbt er jetzt. 73, Alter. Und der 37er hittet. Aha, spannend. Ich habe, glaube ich, niemanden in der Rotierungsreichweite, leider.
Abbruch wurde abgebrochen. Aber mal richtig eklig. Eine Ausdauer mehr zum Laufen. Oh, du bist weggekommen. Du bist weggekommen, Danjuschka. Holy, bist du ein Wiesel. Jetzt wird er von Hunden gefuttert, oder was? Nee. Au. Uff. Meine Lieben. Du wartest, bis mehr Leute dran stehen. Du bringst dich unten in Position. Also wie du. Hallo. Die dicken Boys kommen. Du musst, glaube ich, nicht nochmal da rein. Wobei. Wir müssen ihn halt jetzt rausrotieren nächste Runde, ne? Lauf mal so rum. Das wird nur einmal gemacht. Da wird machbar. 61. Ich glaube, ich sage lieber jetzt over, sonst stört mich hier noch mehr Leute. Ich habe Angst, dass hier noch einer gestruckdowned wird. Und der hat nicht mehr so viel geilen Loot, von daher kann er ruhig abhauen. Gut, ja, gebrochenes Knie, der fliegt raus. Abbruch, abgerissenes Ohr. Aber wir haben den Katar-Decker bekommen. Das ist, glaube ich, ein Stufe 3-Decker mindestens. Das ist schon sehr, sehr geil. Among the raiders are the dead, for the gravely wounded are shown no mercy. The locusts and homesteaders fight into the battlefield to claim their victims. Some even exchange crowns for it. And the selected raiders are then defiled, mutilated and tortured. You don't see any outright killed, and in fact, in one case, a healer seems to be present just to extend the suffering. It's quite a sight, but an even better one would be Baron Balon von Winterhold dropping a large reward in our coffers. Okay, also die Dörfler sind vorbeigekommen, um sich ihre Sachen zu holen, so, und du bist halt gut, du hier. Viel Spaß, Kurt. Aus mit gebrochenem Knie. Können wir nichts anfangen mit dir. Wieder der Falsche, ich denke, wie die ganze Zeit das links ist. So, Albrecht. Plus 3. Plus 5 vielleicht, für eher dran sein. Und plus 4, I guess. Im Fall der Fälle. So, Albrecht hat Level 3 erreicht. Wer ist denn zuletzt gestorben von unseren Leuten? Todes-Aim ist tot. Aber es ist Academy of Pharma. Das sieht hier aus wie die ersten Tode, die wir hatten. Und das die letzten. Würde ich ja mal sagen. Haben wir noch einen Ricky? Ricky ist einer von den Leuten, die, wo ich weiß, dass sie auch auf YouTube zugucken. Dann würde ich den nehmen. Okay, wir haben keinen Ricky. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Ricky zuletzt gestorben oder haben wir den Ränkte geschickt? Also ist mindestens Ricky der Zweite. Könnte aber sogar ein Ricky der Dritte sein. Es ist ein bisschen, wenn die nicht sterben, das ist die Schwierigkeit daran. Wir gehen mal von Ricky dem Zweiten aus. Der Zweite ist Ricky der Zweite Junior. Weil wir haben doch hier Xelixan, Ben, Sono, Abbruch, Jean, Sepp und Toastick ist nicht Level 3 bisher. Genau. Dich wollen wir, glaube ich, nicht reparieren. Dich wollen wir auf jeden Fall reparieren, Scimitar. Wir können den Dagger, wo ist denn der Dagger hin? Hier, wir müssen mal sortieren. Damit wir das geil sortiert haben. 333, wobei vielleicht wollen wir euch doch reparieren. Bei 333 ist nicht so viel im Verkaufswert. Letztendlich dich wollen wir auf jeden Fall bringen. Bzw. dich wollen wir sogar jemanden geben, der ganz gut hitten kann. Dir zum Beispiel hier, Sono, du kriegst jetzt den Ehrendolch. Du hast noch gar keinen Dolch. Jetzt alle anderen einen Dolch. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir noch ein Schild von denen gekriegt? Ich glaube, die 125er Rüstung sind schon ganz geil. Und das würde ich auch gern. Und das auch gern.
Southern Mail Shirt ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Es ist eine 110er Rüstung. Ich habe noch Leute mit deutlich weniger, mit 90er Rüstung zum Beispiel. Aber da hast du auch keine Ausdauer dafür. Du hast eine 90er Rüstung und hast vielleicht noch ein bisschen Ausdauer. Aber inzwischen bist du traumatisiert und hast ein abgebrochenes Ohr. Abgerissenes Ohr. Ja, geil. Das ist ja alles nicht so optimal. Moment, aber du hast doch. Hast du nicht gerade unten aufgehalten? Shit, das habe ich jetzt, glaube ich, verpeilt, wer das unten war, der unten aufgehalten hat. Oder war das. Nee, dann Juschka war das, ne? Respekt. Ja, du sollst du, glaube ich, ein Dodger werden, ja. Du sollst ein Nimble Dude werden. Brauchen wir dir kein minus 11 Fatigue-Ding geben? Minus 9, minus 8. Ah. Du hast eine 145er, ja, du hast eine 90er. Du hast eine 110er. Minus 11, minus 12. Das ist ja halt einfach nur ein bisschen besser in der Ausdauer. Gib mir die erstmal dir. Und du hast eine 90er, hast aber nicht so viel Ausdauer. Wobei eine Ausdauer mehr oder weniger. Ist dann auch wurscht. Reparieren wir mal den Salat hier. Und holen uns das Geld ab. Und müssen noch dicke Rüstungsteile kaufen. Dafür haben wir eigentlich gespart. Stimmt, da war was. Pierced Chest. 1-3 Tage. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne heilen lassen. Dann wollen wir einmal anstoßen. Deliver Cargo nach Suderbusch. Das ist, glaube ich, eine gute Erholungsoption jetzt für zwischendurch. Auf nach Suderbusch. Was haben wir hier sonst so für Leute? Wir haben hier einen Apprentice. Ich mag Apprentice tatsächlich sehr gerne. Wenn die halt ein bisschen high rollt, dann ist das ein guter Baseliner. HP ist ein okay. Fatigue ist Resolve ist Mini ist Dafür ist der Melee Skill ganz gut. Und Defense 2 Sterne. Und Iron Lungs. Ist halt wieder ein guter Frontliner, ne? Wir bräuchten aber, wie gesagt, eigentlich ein paar bessere. Wir müssten, glaube ich, jetzt eher bei dem Medium. Sowas wie Dieben. Weil die gute Defense haben können. Oder dann halt bei den Damage-Dealern. Anfangen. 7 von 13, 2. 2 Sterne Melee Skill, 2 Sterne Fatigue und gute HP für einen Dieb. Poison hält länger. Aber ich glaube, aus dir kann man einen guten Frontliner machen. Kommst auf 79 Melee Skill. Mit einem Battleforge Frontliner kriegst, glaube ich, 4 Fatigue pro Level Up. Können schon gehen. Die Ini ist halt nur ein nicer Bonus und die Resolve ist ein bisschen shit. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Dieb? Ich glaube nämlich nicht. Und ich glaube, ich würde sowieso noch einen Dieb haben wollen für die Events. Oder die einfach schützt und der super viel Kohle dafür gibt. Deswegen denke ich, dass wir den Dieb mitnehmen. Kuni Baird. Geld haben wir gerade noch. Wir haben ja offensichtlicherweise hier sowieso noch einen Platz frei. Dann haben wir gerade jemanden verloren, oder? Du kriegst erstmal einen Speer mit einem Schild und wie viel Fatigue hast du? 105er Helm und ich würde sagen ein Padded Leather. So. Wir könnten auch jemanden, der viel Ausdauer hat, noch einen dickeren Helm geben, aber ich glaube die Leute mit viel Ausdauer haben schon dickere Helme, nee, du zum Beispiel nicht. Aber du bist ein Nimble, du willst auch keinen dickeren Helm. Minus 4 und 9. Ja, du willst es nicht. Du hast noch ein bisschen Ausdauer, aber du hast 215er Helm. Bei dir ist der 125er Helm kein besserer. Und du hast nur 60 Ausdauer, dein Juschka. Toastik könnte theoretisch mit seiner Ausdauer von 85 noch einen besseren Helm nehmen. Tatsächlich, der könnte das hier tragen. Hat einen 105er. Können wir den 105er trotzdem reparieren, bitte? Ja. Einfach für dicker anziehen.
Essen haben wir noch für 4 Tage. Geheilt haben wir. Gibt es sonst was? 295 ist kein guter Preis. Wie sieht der Verkaufspreis hier aus? 21, ja dann. Verkaufen wir mal den ganzen Shit, den wir inzwischen erbeutet haben. Würde ich sagen. Sowas. In der Richtung. Iron Will Potion, Strange Mushrooms. Das ist in 2 Tagen hin, aber die werden wir doch futtern in 2 Tagen, oder? Wir haben noch 23 Rationen davon. Das ist nicht optimal. Das brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Das ist nur aus Nostalgiegründen drin. Die brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir nicht. Ja. Und dann müssen wir wieder craften gehen. Tools and Supplies haben wir noch. War ein Suderbusch nicht sogar ein Taxidermist? Ja, perfekt. Dann gehen wir craften. Auf geht's, auf geht's, auf geht der Spaß. Wir haben teilgenommen am Heiligen Krieg. Möchte ich mal festhalten und sogar erfolgreich in dem Fall. Da bin ich relativ stolz auf mich gerade. Dass wir nicht kommen, also klar, wir haben 3-mal neu geladen. Ich verstehe den Punkt. Einmal, weil ich eine Taktik komplett verkackt habe. Und dann halt nochmal, weil ich es schwierig fand, 3 Leute zu verlieren. Aber wir haben es nicht komplett aufgegeben. Wir haben es dann geschafft. Ich bin halt immer noch am Lernen. Also ne, ich bin jetzt bei 150 Stunden. Ich bin halt noch am Taktik lernen. Wenn ich so viele Hunde habe und die so viele, sagen wir, billige Leute haben, die an den Flanken stehen, muss ich die Flanken von denen halt nehmen. Und ansonsten die Leute mit Schilden halt nach und nach Schild wegnehmen und mit den Long Axes drauf. Das funktioniert schon ganz gut dann. Reinforced Throwing, a net used to throw over a target in order to hamper the ability to move and defend themselves effectively. Reinforced with Gosshammer taken from Webknecht is even hard to break. Wir wollen es eh nur gegen Leute benutzen, die tendenziell sich nicht versuchen zu befreien, nämlich gegen die Alps. Mache ich jetzt einfach mal Farbe, weiß und blau. Weiß, grün und yellow. So. Mal sehen, falls wir das gegen Menschen mal einsetzen, machen wir das auch nochmal. Wir wollen ja hier ein paar Sachen craften, weil wir hatten ja hier im Retinue, wollten wir den Ding... Oh, haben wir schon. Wir können, brauchen jetzt Geld, dass wir den Alchemisten haben, um Snake Oil herzustellen, um das zu verkaufen. Das Schlangenöl. Sie von Auftrag... 240 plus 960 ist sau teuer. Huntdown Unholz. Glaube nicht. Glaube, dafür sind meine Leute nicht gut genug ausgestattet. Dann gehe ich lieber wieder nach Weißen Schacht zurück. Da sehe ich mich irgendwie nicht. Huntdown Unholz ist ein bisschen übel für meine Verständnisse. Also, da habe ich halt nicht genug Defense, also die Sachen, wobei der macht, glaube ich, Stumpenschaden, der echt übel ist gegen Rüstungen sowieso. Wir müssen theoretisch auch wieder Hunde kaufen, weil unsere Hunde dead sind. Oder? 1, 2. Ja, die hier unten sind alle gestorben. 3. 3 Hunde haben wir noch. Wir verteilen auf jeden Fall mal um den Hund. Ja, und der Nyushka kriegt einen neuen Hund. Hundeersatz. Jetzt haben wir einen links, einen halbwegs in der Mitte und einen rechts. Ja. So sind die Hunde bei uns jetzt gerade aufgestellt. Machen wir hier noch eine. Nee, mache ich hier noch einen billigen Speer drin, bin ich doof. Hab ich wieder den Speer dem Hundehändler verkauft? Nein, das ist dumm. Weaponsmith wollen wir nicht. 11.000, Alter. Er kostet 1.100 zum Ausprobieren überhaupt. Absolut Katastrophe. Hier aber keinen Auftrag. Deswegen, wir gehen wieder nach Weißen Schacht. Ich fühle mich in Weißen Schacht, glaube ich, relativ wohl. Oder wir gehen halt doch wieder, hätten wieder nach Süden laufen müssen. Zum Auftrag. Wir brauchen auf jeden Fall demnächst wieder Essen. Ich glaube, Weißen Schacht ist aber auch auf unserer Seite, oder? Duderbusch, Weißen Schacht, genau. Grand City of Hiki. Ja, die Südländer wollen uns halt jetzt nicht.
Wir haben halt eine Seite genommen. Auftrag, Karawane, 160 plus 600. 170 plus 660. Sandfels nach Südosten. Sandfels hört sich... Oh, es ist aber sehr nah. Sehr nah an den... Oh Gott. Ich glaube, nee, nach Sandfels, da werden wir doch komplett von denen überrannt. Nee. Nee, Leute. Macht mal euren Sheet alleine. Ich gehe nach Dulmen. Ich reise weiter nach Dulmen. Also wenn wir eine Handelskarawane nach Sandfels machen, werden wir wahrscheinlich gegen mindestens 2 bis 3 von den südländischen Truppen kämpfen müssen. Oh. Geht ihr auf uns? Ich glaube, ich keinen Bock auf euch. Goblins sind halt Fernkämpfer, da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Weil die, glaube ich, nicht so schwierig sind, ne? We tried, ne? Ich bin jetzt ein bisschen paranoid. Tut mir leid, ich spiele das jetzt so. Ich will Spaß haben. Ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich das mache. Ja, wir haben nämlich mit HP noch ein bisschen Problematiko. Manchen Leuten. Manchen Leuten. Und ihr werft uns halt immer die Hütte ein. Stimmt, da war was. Ihr habt sogar noch einen Highground gekriegt, ihr Schweine. Ist ein bisschen unangenehm, die ganze Kacke, ne? Du bist Ben, du gehst da rein, weil du bist Nimble. Oh, ich hätte einen Hund benutzen sollen, ich Idiot. Wir uns verstecken. Du darfst nicht mehr werfen, bitte. George Masumoto ist das, den sie hier die ganze Zeit beschießen. Und Toastick. Du nimmst mal den, dann haben wir die Frontline von denen schon mal. Müssen wir noch außenrum zur Backline laufen. Ja, jetzt werfen sie mir die Sachen an den Kopf, dass sie mich fangen können, die Schweine. Ach du Scheiße, wieder die Blackline gesniped. Ach, komm, wir haben kein Anti... Nee, Leute. Ich weiß schon, warum ich die nicht machen wollte. Nee. Nee, nicht Autosave. Nein, nicht das Autosave. Nein, da habe ich keinen Abstand. Hier, Load Campaign, das da will ich laden. Nee. Nee, danke. War schon die richtige Einschätzung mit will ich nicht. Alter Scheiße. Die Wolf-Typis, das ist was anderes, ne? Die Handelskarawane wollte nicht machen, oder was? Ihr Schweine, ey. Ihr Schweine. Was ist eigentlich, wenn ich Farbe auf Dingens anwende? Zum Beispiel auf Sono, der hat mal wieder, das ist sogar eine andere Farbe. Ah, dann wird der Helm gemalert, okay. Sono hat diesen grünen Helm. Hier ist ja alles teuer, weil ihr habt hier alles Katastrophe, aber ihr müsst doch eigentlich ganz gut einkaufen, oder? Nee, irgendwie nicht so gut. 1000 Kronen ist ja ganz okay, eine Krypta sichern, das kann, das ist eine Delivery, 550. Krummhorn nach Südwesten. Das wäre ziemlich nice, weil das sind wir eh gerade hergekommen. You go out in the hinterland, we got a couple of the monsters on our hands. 3000. Aha. Lindwurms, Alter, fuck you. Nee, nicht die Krypta. Ich wollte hier das wieder zurück, weil meine Leute sind echt noch nicht so gut wieder drauf. Armorer, wir haben nicht genug Kohle, ne? Du hast auch gar nicht genug Ressourcen, um was Sinnvolles zu craften. Wir brauchen aber Essen. Wir brauchen ein bisschen Essen, ob wir wollen oder nicht.
Sonst kommen wir nicht da an, wo wir hin müssen. Ach, come on. Die sind schneller als wir, ne? Die sind schneller als wir. Die Schweine. Fucking Goblins, ey. Erstmal abhängen. Dreckige Goblins, ey. Wobei, ich glaube, es war dreckige Orks, ne? In dem Fall eigentlich. Die sehen übrigens komplett anders aus inzwischen, sehe ich gerade so. Warum? Es sind keine Duff-Kultisten mehr auf der Map. Zwischen ist hier ist wieder richtig, hier ist ja High Life, ey. Bowyer. 49 und 1 Stern. Ich hätte schon gern 2 Sterne in einem Ranged-Talent, wenn ich einen Rangy nehme. 2 Sterne wäre schon besser. Und hier nicht irgendwas. Achso, Moment. Bei euch kann man nur Dingens traden. Ne? Hier, das kann man hier halt gut traden. Nehmen wir nochmal eins mit. Essen nehmen wir auch nochmal eins mit. Ja. Der Fight mit den Südländern, ne? Der lässt immer ziemlich viele Spuren. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir wieder gute günstige Fights, die gut bezahlt sind, herkriegen. In Sonnenwehr ist sogar ziemlich okay, weil hier immer in der Nähe da Leute rumjuckeln. Dass hier von Sonnenwehr aber die Militia runter ist und dann nicht die Jungs abgefangen hat, die dann bei mir waren, das irritiert mich. Hätte ich gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass wir unsere Ambition eher fulfillen, dass das schneller geht. Aber wenn ich hier nach Krummhorn runtergehe, abgesehen von den Goblins gerade, ist hier ja gar nichts. Also, geht nichts ab. Hier ist wieder... Hier werden wir gleich wieder einen entweder Alps oder... Alps wäre aber okay, weil wir haben jetzt... Wir haben 4 Netze, also ne, da sind Alps deutlich einfacher. Single Payment, ja, 1620. Protect Deedm of Chromos, das ist die Hexenquest und das andere ist leider keine Alp-Quest, weil es eine Adligen-Quest ist. Dune Rune Best, this is the first thing you hear upon entering. The war with the South continues, but they've taken it upon themselves to break bonds of unspoken agreements. They're moving on the Ancient City and I've no means to protect it. Okay, wir sollten wieder mal die Ancient City protecten, was über 2000 bringt, was wir glaube ich nicht machen können. Nein. Und alles andere ist hier viel zu teuer. Wir können höchstens noch mehr von dem hier einpacken. Dass wir noch mehr Netze haben. Oh, fuck you, Nomads. Oh, nein. Ein Archer, Outlaws und Slinger. Die müssen aber machbar sein. Das sind doch die lowesten Lowies, oder? Von unseren Leuten, abgesehen von dir, können wir ja tauschen, geht's wieder ganz gut. Sollten wir hinkriegen. Engage. Und wieder für einen Fight. Ja, alles geblockt. Ey, ihr habt aber Range. Von daher willst du mal kurz stehen bleiben. Okay. Also, Masumoto, du brauchst dringend mehr Range Defense. Das ist ja unfassbar. Unfassbar shit. Aber ihr habt super viele Zweihandscheiße. Aber auch Schilde. Die guten Schilde. Also, entweder habt ihr richtig fette Schilde oder gefährliche Zweihandwaffen. Fuck, ey. Ey, mach den Move. Ihr wartet, dass ich rankomme, ja? So sehe ich das richtig. Ich muss mal anfangen, die Hunde davor zu tragen, glaube ich. Du bleibst schön in der Mitte, für die Moral. Ihr habt alle Dodge Quick... Ah, ihr habt Quick Hands, deswegen funktioniert das Entwaffnen nicht. Ah,
ich glaube, für Quick Hands wird das Entwaffnen disabled sozusagen. Weil sie dann halt diese Waffe wieder ausrüsten dürfen einfach. So, ja, stell dich mal hier hin. Und Sono mitten rein. Toastick. Obenrum. Sepp, obenrum. Ich will jetzt eigentlich nicht den Hund dort placen. Deswegen. So. Der einen Zweier-Range-Stun hat, finde ich scheiße. Halte ich nur mal kurz fest. Au! Das ist eklig. Aber abzusehen. Machen wir hier oben die Quereinheit. Na shit. Könnt ihr schon so ein bisschen in meine Formation reinschießen, ne? Du hast Didde. Darf den da reinsetzen, aber ich glaube, dann habe ich immer noch das Problem, wenn ich hier reinsetze, dass er Spear holen kann. Oh. Oh. Das ist nicht cool. Warte, das war nur ein Hit von dreien. Oh. Nee, du bist zuletzt dran. Du bist noch dran, ne? Ja, Turn Done steht da nämlich noch nicht, oder? Wo steht? Acts in 10 Turns. Du gehst mal da hoch. Lustig. Aber den hier versuchen zu hauen. So, du solltest da aushalten. Der macht mir ein bisschen Angst. Zweihand-Dude. Ich hoffe, er geht auf den Rangy. Yes, danke. Danke, Wuffy. Du hast gemacht, was ich von dir wollte in dem Fall. Du scheinst uns irgendwie hier ganz schön zu beschäftigen, du Sau, ne? Ich denke nicht, dass er einen ranmachen kann und mich hauen. Stehe ich nicht so drauf. Er hat sogar gehittet und kaum Damage gemacht. Das ist so geil. Er hat sogar gehittet und kaum Damage gemacht. Und dann. Nein, ich bin dann zu weit gelaufen. Ich Vollidiot. Ja. Hier darf ich nicht hingehen. Hier können wir noch komplett drum rumlaufen, deswegen will ich eigentlich auch da nicht hingehen. Können sich alle noch frei bewegen. Unangenehm. Ja, friss ihn auf. Das ist nicht gut. Gegen einen Zweihandhammer ist das nicht gut. Denke ich. Au! Er trifft zum Glück nicht. Aber jetzt kommt gleich der zweite Long Range Stun. Ja. Ja. Er steht sein. So, das war halt unfassbar viel Damage. Sollte einfach fucking ausbluten, Mann. So, zack. Sehr geil. Hallo. Geh mal dahin. Stop hitting him! Stop hitting! Wenn wir mal mit Ricky uns dahinter
Dann wirklich Seite abdecken, würde ich sagen, mit unseren Tanky-Tanks. Und du bist Abbruch, du hast doch eine gute Defense, ja. Deswegen stellst du dich auf die Seite und gehst auch noch auf den. Du haust weiter den. Ja. Das ist okay. Dann overwhelmen wir die einfach nur. Au! Da war der Zweier-Range-Stun. Uch! Den der halt hittet, ne? Er hat seinen eigenen mitgenommen, aber er hat auch unsere alle gefühlt getroffen. Unangenehm. Ich glaube, die Schilde haben was für eine Defense, für eine Haltbarkeit? 60. Damit mache ich 24 damit entschieden. Ich bräuchte 3 Runden, um sowas zu killen dann. Oh Gott. Hört sich scheiße an. Aber vielleicht soll ich das trotzdem tun. Fühlt sich nicht gut an. Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, fühlt sich nicht so gut an. Ja, hier unten blockiert er, dass wir hier ihn runterschubsen und hochgehen können, ne? So ein bisschen. Renn mal nicht, bitte. Renn mal nicht. Ein 35er gehittet, nice. Treffen nicht. Treff den Sackbrotzen nicht. Ja, ich versuche mein Schild. Oh, au. Versuche auch mein Schild zu splitten. Den habe ich noch nie getroffen, deswegen. Natürlich schade, weil ich mag die Schilder eigentlich haben wollen. Sehr gut. Das ist nicht so gut. Wir können, glaube ich, hier noch einen näher rangehen, weil die alle im Nahkampf sind. Habe ich nächste Runde eine bessere Posi. Muss hier, glaube ich, die Moral hochhalten in der Richtung. Wieder ein 44er. Naja. Ja, ich soll's. Ich war gierig. Ich war gierig. Gierig für Hits. Der kann sich ja noch frei bewegen, ne? Niemand, den ich rotieren könnte. 40, 36, ja. Kräfte die ganzen 40er halt gegen ihn, weil ich 94er rolle da an der Stelle. Ganz schlecht. Und da ist mein Schild durch von meinem Main Tank oder einem meiner Main Tanks. 77, 50, 60. Ah. In 77er nicht gehittet. Ich gehe am Stock, ey. Finally. Machen wir hier einen Hund rein, würde ich sagen, damit er nochmal attacken kann. Er attackt zwar ja nur den falschen. Er attackt einfach beide. Ein 50er gemisst. Braucht halt 3 Runden, um das zu machen. Ja, der stirbt jetzt. Oh ne! Er hat den Hund.
ausgenommen dafür. Du musst dich verteidigen. Attack-Modus von dir ist dann. Und du gehst jetzt hier rein. Gehst auch auf den. Nimm ihn das weg, die Scheiße. Keine zweite Attack. Der erste Hit, ich gehe im Stock. Oh, der trifft nicht mehr, der hat keine Ausdauer mehr, sich zu verteidigen. Du hast Ausdauer, dich zu verteidigen. Hätten jetzt runterschießen können. Also runterschubsen, meine ich. Au. Langsam ein Problem mit dem Tanken, ne? Ja, und da waren die Quick Hands wieder, die habe ich wieder komplett vergessen. Abbruch ist dead. Abbruch ist dead. Nehmen wir erstmal den raus, damit die alle keinen Bock mehr haben. Au, Scheiße. Oh, Scheiße, ey, das sieht nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, Sono stirbt ja auch noch. Leider Gottes. Weil ich meine Sachen nicht hätte. Sono ist gestruck down, also wir kriegen gerade wieder hart auf den Sack von dem Spiel. Ne? Kaum sind wir bei den Südländern, es geht's einfach nur ins Gesicht. Weil die viel zu lange überleben. Die überleben viel zu lange. Krieg die nicht tot, Mann. Jetzt. Okay, der rennt, das ist sehr gut. Er hat einen Nomad Outlaw gekillt. Hat nämlich den Wardog verfehlt. Das ist sehr geil, er hat gerade seinen eigenen Outlaw, mit dem er geswitcht hat, gekillt. Du bist noch dran, dann gehst du durch nämlich ein Stück ran. Jetzt haben wir nämlich langsam keine Frontline mehr, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Also gegen diesen halt die Peitschen echt Mist. Nochmal auf den Kopf getroffen, okay, der rennt. Du fehlst noch. Ja. Ja, wir haben Abbruch verloren. Kunibert, Missing Eye ist wieder okay. Und Sono hat Brain Damage gekriegt. Sono ist aber, glaube ich, ein Battleforge Tank. Der ist vollkommen fine. Der hat aber mehr Resolve dadurch. Ja, Sono, deine Zeit zum Nachdenken ist vorüber. Und ich dachte mir, wir nehmen es einmal nebenbei mit, ne? Es war ein fucking Nebenbei-Ding. Irr. Irr. Ja, Sono hat Battleforged. Er hat kein Schild mehr. Sono braucht ein neues Schild. Ja, und du musst jetzt ein bisschen mehr in die Frontline. Ja, Südländer, nicht gut. Nix gut, Südländer, nix gut. Nix gut. Du hast halt super. Wolf. Wird halt echt ein Problem, ne? Dass du so wenig Resolve hast. Toastick. Ist gerade gestorben. Da kommt noch mehr. Da kommen die ganzen Nomads her. Abbruch ist gestorben. Revels haben aber auch schon down. Reki, Kunibert. Kunibert. Das geht nicht nach. Wonach geht denn das?
Unibert ist hier mit drin, der ist doch heute erst gestorben. Oder? Bin ich gerade doof? Auf jeden Fall hat der sich einen Namen verdient. Haben wir Sexy noch? Ne, wir haben hier noch einen Kunibär, das ist das Problem. Sexy ist, glaube ich, abgehauen. Sexy ist abgehauen, dann machen wir hier nochmal einen Sexy draus. Ja, und ihr dürft jetzt den Scheiß alleine machen, ich habe da keinen Bock drauf. Mit euch, ihr euch um die Jungs da, wir müssen hier erstmal auf das trinken, das kommt halt wieder dringend, Leute. Er hat halt Iron Lungs, ne? Ich brauche auf jeden Fall Frontliner. Gutes Skill, 4 Defense und Sternen, kann gut HP kriegen. Hat Athletic und aber Irrational. Ach komm, let's go, würde ich mal. Den Killer on the Run habe ich noch nie mitgenommen, der passt aber thematisch ganz gut, glaube ich, in die Runde. 94 heißt, er kann nicht so schwer tragen. Oh, wir haben hier einen 125er Helm gekriegt nochmal. Mit 56. Hatten wir noch irgendjemanden, der vielleicht Shield Expert hat oder so? Du hast Shield Expert und du hast keinen guten. Aber du hast auch generell wenig Fatigue, ne? Bruno, es ist suboptimal. Dann glaube ich lieber Ben den guten Shield geben, ja. Und Masumoto muss auf jeden Fall mal hier eine Range Defense hinkriegen. Das ist ja eine Katastrophe, was der mit der Range Defense macht. Absolut katastrophal. Ich will mal bitte reparieren, dich will mal reparieren und dich auf jeden Fall. Auch wir haben hier noch ein Falchion, ne? Let's do this. Dann haben wir hier noch ein besseres Schwert in Betrieb. Du brauchst noch eine Kopfrüstung. Wir haben noch eine 105er. Hier ist ein Schild. Ich glaube, der Kompositbogen ist ziemlich stark. 40 bis 55. Ja, der hat nämlich bessere Effektivität gegen Rüstung. Das hier wollen wir vielleicht. Das ist der Two-Range Stunner. So. Ja. Du hast jetzt auch kein Hund mehr. Und es gehen auch die Hunde jetzt langsam aus. Nehmen wir den Hund jetzt mal aus der Mitte, weil ich glaube, der Hund ist auf den Flanken schon geiler. Ups, falsche Taste. Ja. Und hoffen mal, dass das was wird. Wir müssten uns halt erstmal ein bisschen erholen. Moment, was? Achso, nee. Oh, ich habe noch Ember Shards. Huch. Wie denn her? Also das war schon geil, wo wir so 14, 15 Leute haben, weil wir immer durchrotieren konnten, wenn Leute verletzt waren. Das haben wir jetzt aktuell nicht mehr. Das ist eine teure Militia. Der Red Catcher kann ganz witzig sein, hat halt wenig HP. Ist deswegen für einen Nimble eigentlich gar nicht so gut geeignet, sondern nur für einen Fencer, glaube ich. Oh. Sonst. Das vielleicht kaufen. Und Geld sparen. Wir müssen billige, also Contracts machen, die ungefährlich sind. Follow the Tracks, Necron, Kogitur, Ceremonial Staff. Boah. Das Problem ist, dass wir so angeschlagen sind, wie wir sind. Sonst wäre das ein guter Auftrag gewesen, ne? Sonst wäre das halt ein sicker Auftrag gewesen. Weil das halt meistens gegen Brigands geht. Aber wir sind einfach so kaputt. Glaube ich, erstmal kurz rasten. Ja, das. Mir doch egal, was die Gilded machen. Mir auch egal. You go to check on Zone Kaldas. He suffered a terrible wound not long ago and sometimes it can lift a man's spirit just to let him know others care. Thinking you'll find the man nursing his injuries, you're instead are surprised to see that he's in good health
His wounds have apparently healed in such a speedy fashion that others might call it a miracle. Zono ist, glaube ich, der auf Stufe 2, ne? Zono ist der Stufe 2 Kultist. Sowas, Zono, ey. Ja, wir brauchen hier Rationen und wir werden hier auch noch Sachen zu honorieren brauchen. 26 Tools brauchen wir noch. Aber Rationen. Oh, teuer und das kann man wirklich bezahlen, aber. Rationen sind ja übelst. Übelst bitter gerade. Ja, ein Zweihand-Stun. Backrange-Stunner ist schon auch witzig. Also deswegen würde ich das, glaube ich, gerne mal behalten. Wollen. 40er brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. 50er brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Und Ember-Shards können wir hier nicht sinnvoll verkaufen. Achso, die brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Habe ich jetzt was zu essen gekauft? Nee, ne? Weil 47 steht hier noch. Boah. Aber hier gerade Hexenverbrennung ist, das Essen ist super teuer. Was ist für ein Auftrag? Den weißen Schacht. Cargo delivern. Let's go. Machen wir das. Wie gesagt, unsere Leute sind nicht ganz, also abgesehen von Zono, der ein Miracle Healing hat, aber der hat trotzdem HP-Katastrophe. Machen wir mal das. Laufen halt einfach ein bisschen hin und her im Zweifel. So eine Speed-Up-Mod würde natürlich solche Aufträge extrem viel schneller, also an Spielzeit extrem viel schneller machen. Was vielleicht gar nicht so doof ist, weil hier meistens eh nicht so viel passiert. Solchen Deliver-Quests in dem Bereich. Abgesehen von den Südländern, hier nichts rumläuft. Also wirklich nichts. So, wir haben alles. Ja, ach, Tools. Hier sind nochmal Nomads. Some Nomad Outlaws. Das sind einfach fucking Nomad Outlaws. Die gehören aber jetzt witzigerweise hierhin, ne? Sehen wir an der Flagge. So weit nach Norden kommen. Nomad Outlaws sind schon die Stufe 2 Dudes. Also ich muss die nicht haben. Können die Karawane angreifen? Das wäre für mich vollkommen fein. So, kriegen wir 520. Laufen nochmal ein. Hier können wir für 327 das verkaufen. Das ist sehr gut. Hier ist generell der Verkaufspreis auch ganz in Ordnung. Hier können wir auch Essen zu einem besseren Preis zumindest kaufen. Ja. Und noch ein bisschen Tools und Supplies mitnehmen. Hooked Blade brauchen wir nicht. Das benutze ich nicht zum Ranziehen. So, was haben wir hier für Aufträge? Escort, Karawan nach Sandfels. Das steht immer noch offen. Ich habe das Gefühl, das ist aber ein Bait. Das ist so wie wir haben 1050. 1130. End the Nightmares Haunting Weißen Schacht at Night. Das sind Alps. Das würde ich sagen, mach mal. Dann bauen wir kurz oben. Gegen die helfen mir sowieso keine Schilde. Deswegen kriegt ihr alle. Walking Netze, aber wir sind. Uff. Wir müssten nochmal kurz uns ein bisschen weiter erholen, glaube ich. Können wir einfach lassen. On the run, tatsächlich. Das hätten wir einfach canceln können. Genau. Wir haben ja eh keine Range-Dudes. Wir hätten dann hier jede Menge. Davon müssten aber noch mal ein bisschen chillen, was die Leute angeht. Das ist der andere Auftrag. Letzter. 54 Kronen pro Kopf. 25 und 63, wenn der Job ist, dann ist patrouillieren. Weißenfest, Sonnenwert, Reitenfest. Das ist doch. Ja, wir machen erstmal das, oder? Weil da kann man sich, glaube ich, besser erholen bei.
Ja, ich denke, dabei kann man sich besser erholen. Imbe ist jetzt auf 40. Ah, guck mal. Immer noch. Okay, das zählt nicht mit. Masumoto braucht auf jeden Fall auch einen davon. Ich mach's jetzt wieder rückgängig, ich weiß, aber... Hätten, glaube ich, einfach neu laden können. Fällt mir gerade so ein. Egal. Das ist egal. So, dann würde ich sagen, mache ich mal das hier. Bisschen rumlaufen. Brigands. Some Marksmen, some Brigand Raiders. Ich glaube, ich habe abgesehen von der Zahlen, immer zahlenmäßig überlegen. Würden aber 54 pro Tag, pro Kopf, also fast 500 Kronen, die da rumlaufen. Aber wir sind einfach nicht in der Verfassung zu kämpfen. Oder nicht allzu sehr in der Verfassung zu kämpfen. Außer Hunde zu platzieren und dann irgendwie zu overwhelmen. Das sind halt keine Thugs. Das habe ich nicht vergessen, glaube ich. Das ist ein Safe Route eigentlich. Mehr Items, kaufen für mehr, verkaufen für mehr. Also die Preise sind aber 10% höher. Einfach mehr Items und höhere Preise. Treitenfeste müsste ich jetzt. Ich gucke mal, ob ich mir nochmal begegne, aber ich würde erstmal meine Leute wiederholen wollen. Ja. DR holen wollen. Und wer merkt, Geld ist gerade ein bisschen kritisch. Und nach Weißenschacht zurück. Sind halt 360 an einem Tag. Das heißt, wir haben tatsächlich ein bisschen Plus gemacht. Wie mal Daumen Tag haben wir jetzt dafür gebraucht. Immer noch die Brigands. Ich glaube, die wurden platt gemacht, wenn ich jedes zweite sehe. Die Sonnenwehr hat eigentlich schon ganz gute Verteidigungsanlagen da mitten in der Mitte. Interesting weather today, yeah? Wait, really? I mean... Where the hell are the hats? Wait, really? I mean, I guess that's a good and all, but damn, didn't expect it. I suppose you didn't either. They had each other, a bird goes with the signs, a man sips his wine and glances out the window. So interesting weather today, yeah? You roll your eyes. Finden sie, also ich glaube, das finden sie nicht so cool, wenn wir das machen. Hier ist noch Public Execution. Ist jetzt noch End the Nightmares. Gibt es jetzt noch. Würde ich, wie gesagt, ganz gerne machen. Jetzt sind wir auch wieder fast voll da. Abgesehen von einem von unseren Dudes. Zack. 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 Du hast ja noch... Wie wär's mit einer ordentlichen Waffe für dich? Lul. Hier. Oder eigentlich eher das. Zack. So. Dann enden wir mal die Nightmares. Für 1100. Und vorher trinken wir uns auch noch ein bisschen Mut an. As you pass the time, an old man comes down the path. Without any prompting, he stated, if it is the pale man you seek, then it is best you wait till night. And usually the cultist asks what he means by pale man the old man loves. Truthfully, they is neither pale nor man, but I don't know how else to put them in this world. My elders called them aufhockers, monsters that put ill notion and visions in your head and then feed on the fear which crops. But you're a sturdy lot. Y'all do well. Nice. Hat uns ein alter Mann gerade von den Legenden erzählt. Über die Alps. Dass erst die früher Aufhockers genannt wurden. Weil die wahrscheinlich auf der Schulter sitzen dann, I guess. Let's go. Keine Ahnung, wo die sind halt, ne? Da ist Nummer 1. Bleiben wir schön zusammen. Halbwegs.
Suboptimal. Wenn jemand drankommt, der da oben rankommt? Irgendwie nicht, ne? Doch, da. Wuffy, do your thing. Friss den Uff. Do your thing. Jetzt hab ich ja niemanden mehr, der da rankommt, so richtig, ne? Hätten sie bloß halt rumteleportieren lassen können. Darüber. Über den Hit. Das ist jetzt schlecht, dass die hier zu dritt sind. Würde ich mal behaupten. Das würde ich mal behaupten, ist schlecht. Aber ein 53er Hit. Den nehme ich hier wohl. Den nehme ich wohl. You don't teleport anymore, you moron. Du bist noch dran. Und erstmal den. Muss dran. Er kann halt immer noch attacken. Au. I guess. Der da unten ist ja schon relativ festgesetzt, ne? Versuch mal dahin zu gehen. Hört auf, mein Dude zu gehen, ihr Schweine. Immer auf den gleichen, ne? Den miesen Raus-Singulierer. Da komme ich nicht ran. So, mal einen tot. Wir nehmen nochmal eine peitschen, dann ist der zumindest halbwegs in Sicherheit gerade. Außer von dem. Jetzt ist er nicht mehr in Sicherheit, das ist ein Problem. Jetzt haben zwei ihn, das ist ganz schlecht. Das ist ultra schlecht, dass da zwei sind. Immer weg. Nee, nochmal weg, bitte. Es sind wieder zwei. Ihr seid doch ein paar Arschkrampen. Das sind die letzten zwei. Puh. Schlecht. Ich krieg ihn nicht weg, weil er nicht rechtzeitig dran ist. Ich kann nicht mehr attacken vorher. Es ist sexy tot direkt. Lockdown sexy. So viel zu benennen, ne? So viel zu benennen von Leuten. Jetzt seid ihr da und bleibt da gefälligst. Ein Nahkampf-Dingens, ne? Ich mach den Hund. Fuck, achso, jetzt hat er zwei Leute eingeschläfert. Ne, der hat den eingeschläfert. Ups.
Komm ich nicht ran. Komm nicht ran mit ihm. Ihm aber. Ja, der nächste, der traumatisiert ist. Sexy. Wir hatten gerade schon jemanden, der gestorben ist, wo wir froh waren, dass er tot war, weil er nicht traumatisiert war. Muss ich mal kurz gucken, was sexy werden sollte. Sexy sollte. Ich glaube tatsächlich in Battle4G werden. Ja, in Battle4G, da ist traumatisiert, okay. Resolve, na, wobei das Resolve ist halt scheiße. Resolve ist halt scheiße, das heißt, sexy geht in Ruhestand. Das heißt, sexy ist im Ruhestand. Du kriegst das, du kriegst das. Das. Du kriegst auch noch ein schönes Septim Madura. Sono kriegt auch mal was, was länger hält. Du kriegst noch ein normales Schild. Boah. So ungefähr. Das sexy halt ist doof, ist halt ein bisschen doof, weil halt echt. Sexy jetzt doof ist ein bisschen doof. Ist das sexy jetzt weg ist, ist ein bisschen doof. Weil der halt ganz gut Defend hatte. Oder gekriegt hätte. Plus 2 hätte ich gern. Plus 3 hätte ich gern. Plus 4 hätte ich wahrscheinlich auch ganz gerne auf dir. Unibase Level 2 hat schon ein fehlendes Auge auf. Ja. Oder halt plus 4 Resolve. Weil hier kriegt man glaube ich immer plus 4, deswegen nehme ich glaube ich lieber die plus 4 Resolve mit. Da sind halt schon die HP-Werte sehr, sehr wichtig. So, 1100. Das ist glaube ich okay, wenn wir einen verlieren. Sonst sind sie halt besoffen. Was ist das hier? Der 100 plus 390. Was Terrorize Weisenschaft? Das müssen eigentlich ein paar einzelne Webknechts sein. Das müssten eigentlich ein paar einzelne Webknechts sein. Das habe ich vielleicht ein bisschen viel gesoffen. Arna! Find your body as your flame. He stated that he will join your cause for surely death quest embedded in your respect. Okay. Arna, was kannst du? Oh, 3 Sterne Defense. Impatient. Guter Damage Roll, guter HP Roll. Fatigue, meh. Der wird wahrscheinlich, der wird ja immer nimble, oder? Kriegt HP ganz gut, er kriegt Defense und Ini 2 Sterne und hat schon 55. Ich würde sagen, der wird ein nimble. Irgendwann mal. So. Irgendwann mal. Wird ein Nimble. Arna the Cult. Oh, der ist ein Kultist. Bei dem brauche ich mal direkt jemanden. Dann ist das jetzt sexy da. Ups, müsste auch schreiben können. Man müsste halt wirklich tippen können. Beide. Mal sehen, ob der das länger überlebt. So, wie ist denn jetzt bei euch hier? Ihr seid immer noch Nacht bei euch. Wir hatten nur jemanden, der nachts zu uns kam gerade. Aber jetzt kann ich hier handeln. Essen ist nämlich ein bisschen knapp, aber bei euch ist irgendwie immer noch Katastrophe, weil ihr noch Missing Leute habt, deswegen 25% schlechtere Preise. Ja. Ich muss aber ein bisschen Essen mitnehmen. Sonst wird's echt shit. Warum habe ich noch ein Kite Shield übrig? Das ist nicht, was ich will. Eigentlich. Wir hatten noch ein bisschen Ausdauer für einen Kite Shield über. Wahrscheinlich Sepp am ehesten. Bei dir ist aber. Ne, bei dir ist minus Damage inflicted nur gerade. Dann Danjushka. Dann hat Danjushka das übrig. Der hatte noch über 70. Mit dem, was er hatte. Ja, und das ist jetzt Hunter, was Terrorizes. Wird's doch eigentlich machbar an. Let's go.
Das ist super günstig, das müssten wir locker machen, eigentlich. Wir sind gerade mal... Fuck you! Fuck you, Game! Kann ich da ein bisschen reinziehen? Die kommen nicht zu uns, ne? Die rennen hier irgendwie im Gebirge einfach rum. Ach komm. Die Hunde wollen wir hier gar nicht einsetzen, weil die fressen die Hunde einfach auf sonst. Ein Level 2er haben wir, wie ich das... Oh, 4, 6, 8, 10. Einer fehlt noch und ein Level 2er sehen wir schon. Zwei Level 2er. Okay. Danjushka, du machst halt kaum Damage, deswegen stimme ich erstmal an die Seite. Du bist ein... Ja. Ja, du musst mal hier hin, würde ich sagen. Liebwin, du bist nicht gut in der Defense. Du kommst auch hier hin. Wir machen Aufstellung für nächste Runde, ne? Das ist klar. Und leider immer, glaube ich, im Low Ground. Sehr viel im Low Ground. Also Moto war, glaube ich, im Melee. Nope. War er nicht gut. Auch niemand tot, von daher noch ist alles safe. Jetzt verteilen die sich hier hinten leider, wahrscheinlich hier nach unten. Echt unangenehm ist. Machen wir den mal mit Overwhelm und Blutung und allem, ne? Der sollte also ordentlich drauf gehen. Da, sehr gut, der rennt, sehr geil. Das ist gut, das ist gut. Wenn der rennt, brauche ich den nicht angreifen. 48. 46 meine ich natürlich. Schön draufstellen. Nichts passieren kann. Schade. Und der steht auf einer Leiche, den muss ich töten. So schnell wie möglich, wenn ich zuerst dran bin. Nach Möglichkeit. Deswegen schlüssel ich mal hier hin. Und du gehst eins nach unten und machst das hier dann mit. Na, ich glaube, das. Ja, vorher dran. Er ist vorher dran. Leider, der wird fressen, da oben. Er hat er nicht. Der wäre schon dran. Kann ich gegen den mithelfen hier? Du bist auf der... Du bist auf Flüchten gegangen. Das ist natürlich sehr gut für uns. Dann machen wir doch den mal weg hier. Das ist natürlich optimal für uns, dass du Flüchten gegangen bist. Flüchtest auch, du bist noch nicht am Flüchten, deswegen müssen wir auf dich gehen. Ja, erstmal geflohen. Würde ich sagen. Den haben wir nicht getroffen, du flüchtest aber noch nicht. Jetzt flüchtest du. Das war ein sehr geiler Kampf. Bis jetzt. Aber es bleibt dabei. Overwhelmed schon, sehr geil. Ja, ist auch am Flüchten, let's go. Da können wir sie einfach niedermähen. Sehr geil. Das waren einfach Free XP und Free Loot.
Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Mit sogar zwei Level-Ups. Geil. Plus 1, ich nehme das plus 1 trotzdem mit. Du hast Brain Damage. Du hast gut HP und mit Brain Damage können wir dich nicht mehr, weil du keine Initiative mehr hast. Oh, dich wollte man, glaube ich, eigentlich auf Dodge machen. Brain Damage können wir dich nicht mehr auf Dodge bauen. Da müssen wir irgendwas Weirdes aus dir machen, würde ich sagen. Sepp, der Märtyrer, du bist dann im Zweifel der sagt, hey, greif mich an, würde ich sagen. Hast eh schon Brain Damage, let's go. So, das ist unser Killer on the Run. Du kriegst plus 3, geil. Du kriegst 3 und plus 4, I guess. Oder halt, ja, lieber so, ha? Plus 3 Resolve oder plus 4 HP. Ich glaube, ich brauche mehr HP insgesamt. Auf ihm, den ich in dem zum Nimble machen will, brauche ich die HP. Dann sollte ich den entsprechend auch leveln.